So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von und so. Let's go, Level 10. Zwei Level müssen wir noch schaffen. Dann können wir unseren LKW wieder weiter dingsern. Bis dahin haben wir noch vielleicht ein bisschen Zeit, die Kredite abzuarbeiten. Ach so, siehst du, apropos Kredite abarbeiten. Du kannst weg. Du kommst mal her. Und dafür kannst du auch weg. Eigentlich können wir gleich hier alles hier. So. So. Da können die alle hier weg. Ja, keine Ahnung. Ist ja so, wie es ist. So, wir haben. Achso, warte mal kurz. Wie sieht es eigentlich aus? Schlafen und so. Repariert ist der Truck ja. Tank müsste auch noch weitestgehend voll sein. Genau, Tank ist voll. Ausgeruht sind wir auch. So, da können wir direkt die nächste Mission in Angriff nehmen. Cool. Auftrag. Frachtmarkt. Wir sind jetzt. Haben wir nicht bereits den Auftrag angenommen? Wir wollten doch hier nach Dingsterbumster fahren. Dahin. Ich bin verwirrt. Oh. Machen wir es Okay, einfach. wir fahren los. Ach so, unsere Biege nach rechts ab. Partybeleuchtung ist noch an, ne? So, ausgeschaltet. Immer geradeaus. So, wir müssen nach rechts. Nee, geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Oh, drei Achser. Ach, siehst du, wie war das überhaupt nochmal? Wenn ich die Achse anheben kann. Mit welcher Taste kann ich das denn machen? Da war doch hier, da war doch hier, da war doch hier, da war doch hier. Aufliegerachse senken und heben ist Z. Und LKW-Achse ist U. Na ja gut, LKW haben wir noch keine Achse, die wir senken oder heben können. Aber. Biege nach rechts ab. So, Z. Oh. Und die Achse ist oben. Wie geil ist das denn bitte? Nice. So, vorne müssen wir nach wo? Na, mal gucken. Immer geradeaus. Warum ist eigentlich der Navi immer noch genauso laut, wie als wenn ich in der Fahrerkabine drinne wäre? Weißt du, der Motor und alles ist leiser geworden, aber das Navi schreit mich immer noch an, wie als wenn ich hier gerade, weiß nicht, irgendwas gemacht hätte. Müssen wir da vorne nach links oder nach rechts? Mal gucken. Ein richtiger Konvoi hier. Hinter uns ist auch ein LKW, so wie es klingt. Demnächst links abbiegen. Aha, also nach links. Okay. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. So, Frachtmarkt. Auftrag annehmen. So, wo ist er? Da hinten ist er. Nee, wir fahren am besten mal von der Seite rein. Obwohl, halt. Was
tue ich denn hier? Von der Seite reinfahren ist doch wesentlich einfacher. Vielleicht sollte ich mal wieder auf die Ansicht hier umschalten. Sehe ich vielleicht auch mehr. So. Dann können wir nämlich jetzt hier so schön reinfahren. Und dann können wir jetzt hier richtig schön eng rausfahren und damit den Auflieger quasi direkt in Position bringen. Ja, ist er. Ja, das war noch ein bisschen zu. Ich muss hier noch gerade ziehen. So ist gut. So ist perfekt. Und jetzt langsam rein. Nichts überstürzen hier. Immer schön. Doppelblinker vielleicht noch einschalten. Schön, wie mir das immer am Ende einfällt, weißt du? So. Passt doch. Und. Perfekt. Handbremse habe ich auch schon wieder vergessen. Egal. So, jetzt ist es aktiv. Fahrt vorsichtig. Biege nach rechts ab. Freie Bahn mit Marzipan. Ich fahre mal jetzt wieder etwas zu schnell, um zu gucken, ob wieder dieses Piepen kommt. Ja. Kommt wieder. Sehr schön. Das kann man letztens nicht, ne? So, 70 Stufen, wa? Hallo! Warum ist hier eine Ampel? Ah, wir haben grün. Na, fahr doch. Fahr doch. Hey. Hallo? Achso. Tempomat geht ja erst rein, wenn wir über 30 fahren. So, da vorne müssen wir nach links. Dann pendeln wir uns auch schon mal links hier ein. Oh, ne, schon wieder rot. Ne, komm, ich hab grün. Haha. Wir haben immerhin gefährliche Chemikalien geladen. Ja. Da können wir hier nicht einfach mal auf die Bremse preschen, wie beliebt oder so. Wow, Ronny. Du packst immer genau so, dass du nicht siehst, was die Ampel macht. Du Vollhund gekommen. Was machen wir hier eigentlich gerade? Hä? Ach, auf die Brücke müssen wir rauf. Ich habe mich gerade gewundert,
Oh, Züge! Züge! Tut, 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 die Eisenbahn, wenn wir mit zur Oma fahren. Warum hat die Lok lautere Geräusche als die restlichen Waggons? Das macht überhaupt keinen Sinn. Im echten sind die Waggons lauter als die Lok. Weil die Waggons, gerade wenn die Waggons leer sind, haben sie halt weniger Masse. Das heißt, die Bleche und so können sich leichter aufschaukeln. Weswegen gerade leere Waggons ultra laut sind oder Waggons halt allgemein. Loks hingegen sind massiv, sind schwer. Die können also nicht so viel... Ne? Und so. Egal. Das Einzige, was bei der Lok halt lauter ist, ist der Motor. Aber den hat man ja gar nicht gehört. So. Ja. Und wir müssen jetzt tatsächlich auf die Brücke rauf. Und ich habe mich schon gefragt, warum wir hier nicht einfach nach rechts abbiegen. Ja. Gut zu wissen. Let's go. Also manchmal hat das Navi schon recht. Ja. Auch wenn ich gerade ein bisschen zwiegespalten war. Aber auf dem Navi siehst du halt nicht, ob es halt eine Brücke ist oder nicht. So. Bitte links halten. Oh, wir fahren gerade eine enge Kurve. Links ist frei genug. Let's go. Schöne Glaspaneele hier. Naja. Naja. So, 300 Kilometer müssen wir fahren. Das kriegen wir locker hin. Da ist ja gar kein Problem. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Achso, mein Licht war noch an. Hä? Nee. Ja, so, so. Rechts ist frei, sehr gut. Da vorne ist schon wieder ein Konvoi. Oh, und hier ist ein Schild. Radarkontrolle. Also schön Royal Highspeed. Oh, und eine Baustelle. Dass sie halt doch alle immer erst auf den letzten Meter ausweichen müssen, ja? Statt einfach schon früher nach links zu ziehen. Der würde sich jetzt hier auch nicht so stauen. Hat er seine Fracht verloren? Vor allem, als ob es so aussehen würde, weißt du?
Das sieht hier so aus, wie als wenn die Rohre einfach während der Hänger gestanden hat, runtergefallen sind. Weil wenn sich das Band da während der Fahrt gelöst hätte, erstens wäre die Frage, warum ist das dritte Band von vorne, also das zweite von hinten, das, wo ich gerade drauf gucke, das Band, warum ist das noch heile? Die beiden vorne, also gerade das zweite Band, müsste auch gerissen sein, eigentlich. Und wie gesagt, wenn die Rohre halt runterfallen, während der Hänger fährt, worauf stützt sich der Typ da gerade ab? Er hält die Luft fest. Verstehe. Ja, egal. Dann müssten die Rohre über die Straße verteilt sein. Und nicht hier noch so dran hängen. Also, das weiß ich nicht, ob das so... Ne? Oder hat er da gerade geparkt in dem Moment? Wo bin ich überhaupt? Achso, ich bin noch im Pausenmodus. Ah. Ey, guck mal nicht so. Ich habe fast so eine Mikro an Bord. Alter, richtiger Stau. Geil. Ja, weiß ich nicht. Schön in der Spur bleiben. Ich wünsche mir einen Spurhalteassistent. Zu Weihnachten. Sowas wäre geil. Nichts ist frei, sehr schön. Oh, da hinten kommt aber eine schöne enge Kurve. Heile Witzka. Dass sie diese Kurve nicht etwas ausladender machen können, ja? Warum so scheiße eng immer? Die könnte man wesentlich besser designen. Man halt wirklich besser designen, ne? Man könnte nämlich mit der Straße, die hinten so komischen Knick macht, könnte man eigentlich so ziemlich diesen Verlauf von der Straße könnte man hier voll folgen. Da geht man halt als Kurve über die Autobahn rüber, ist ja technisch auch jetzt nicht das Problem. Ja, da würde man hier rüber gehen, ungefähr so folgen und könnte dann direkt auf die Autobahn, also dann würde es halt, ne, hier halt als Brücke. Und wenn man dann über die Autobahn drüber ist, geht es dann halt ein bisschen bergab. Und dann könnte man sich auch wunderschön auf die Autobahn einfädeln. Aber warum geht sie erst gerade rüber? Wollten sie die Brücke so kurz wie möglich halten oder was? Dafür dann aber hier so einen riesigen Knicken, weißt du? Weiß ich gar nicht. Also, weiß ich nicht. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch teilweise. Weil wenn sie nämlich ein bisschen weiter ausgeladen hätten, weißt du, dann könntest du da halt auch locker flockig mit 80 durchfahren. Kein Problem. Aber so musst du halt bremsen. Und bei Autobahnen heißt jeder Bremsvorgang automatisch Gefahr, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass da es zu Stau führen kann. Ich meine, bei so einer Auffahrt, die jetzt nicht so befahren ist, vielleicht nicht unbedingt, aber muss ja trotzdem nicht sein, dass man da jedes Mal bremsen muss, um darauf zu fahren. Naja.
die Stadtbauer, heißen die so, keine Ahnung, werden sich dabei ja schon was gedacht haben, oder? Schönefelder Kreuz. Ach ja, stimmt, ich bin in Deutschland. Aha. Ey, bin ich in meiner Gegend? Ja, schön. Berlin, ich wohne hier. Eben, Schönefelder Kreuz ist genau meine Gegend. Ne, ich... Oder? Doch, genau. Man kann die Stadtgrenzen hier so schlecht erkennen, ne? Aber wenn das hier die Grenze Deutschland ist, dann ist Berlin zum einen zwar scheiße groß, also der Außenring ist ja gar nicht so groß eigentlich, oder? Ich habe offen gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die A10 langführt. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber wenn das hier die Straße nach Schönefeld ist, muss ja. Ja, dann wäre ich so ungefähr, so würde ich hier so wohnen. Ne? Hier ist dann so der Flughafen. Das ist die Autobahn, die am Flughafen vorbeiführt. Wenn es die A10 ist. Und wenn ja, dann wäre ich ungefähr da. Not to know. Cool. Cool. Jetzt war das auch geklärt. Oder so. Ist der Flughafen ausgeschildert? Nee, ne? Nee. Schade. Ich meine, die Frage ist sowieso, welche Stadt das Spiel an der Stelle überhaupt ist. Ob es in der Welt des Spiels... Oh. Dann Ausfahrt rechts. Ja, nee, das ist Umleitung. Ach nö, schon wieder Umleitung. Ja, jetzt müssen wir... Ach nee, wir können auch durch Berlin durchfahren. Wollte gerade sagen, also wir könnten jetzt entweder durch Berlin durchfahren. Da ist die Frage, wie gut wir hier durchkommen. Oder wir könnten natürlich hier den Außen. Aber ich glaube mal, durch Berlin ist doch schneller. Dann können wir auch hier gleich die... Oh, nee, können wir nicht. Wenn wir jetzt hier so fahren und dann so fahren... Was macht der denn hier? Also da lang fahren und dann da lang fahren. Warum kann ich hier nicht nach rechts abbiegen? Okay, weißt du was? Dann machen wir es anders. Dann fahren... Hilfe, Mami. Dann fahren wir erst nach da, dann nach da, dann nach da und dann nach da. Was zur Hölle macht der hier? Also meine Idee ist, wir kommen hier an, fahren hier nach links, fahren dann hier nach rechts, dann wieder nach rechts, dann haben wir das Fragezeichen. Dann fahren wir hier wieder dann fahren wir nach links. Dann haben wir das Fragezeichen hier. Dann fahren wir wieder nach links und dann könnten wir hier einfach rausfahren. Warum der mich jetzt nicht zurückschickt, ist natürlich eine andere Frage. Aber eigentlich, weißt du was, letztendlich zurücksetzen. Letztendlich können wir einfach nur hier lang fahren. Da lang fahren. Weil das Fragezeichen ist sowieso, wie es aussieht, bloß wieder so ein Jobcenter. Und Jobcenter sind mir egal. Aber ich will endlich mal die anderen Firmen hier haben. Also, in Hoffnung, dass das hier vielleicht, weiß nicht, Volvo oder Scania ist oder so. Wobei, Volvo haben wir ja schon einen, ne? Was? Auf geht's. Was fehlt uns denn noch alles? Wir brauchen LKW-Händler. Wir haben Volvo und MAN. Genau, fehlt noch Scania. No. Ich meine... Insgesamt würde auch noch Mercedes fehlen, aber Mercedes ist mir persönlich jetzt egal. Für mich halt am wichtigsten MAN, Volvo und Scania. Und da fehlt halt noch Scania. Tja. Was fehlt das denn insgesamt noch? Volvo haben wir, DAF haben wir, Mercedes haben wir nicht, Scania haben wir nicht, Iveco haben wir, MAN und Renault. Okay, es gibt 7 Firmen und 5, genau, 5 haben wir davon. Das heißt, Scania und Mercedes fehlen uns noch. Die müssen wir noch entdecken. Okay. Bin ich mal gespannt, was wir in Berlin vorfinden. Bestimmt wieder DAF. Wetten? Von DAF haben wir jetzt
weiß nicht, wie viele haben wir von DAF schon gefunden? 3, 4, 8, 10, 500, 1000? Also 500.000, ja. So. Oh, da vorne ist eine Ampel. Die rote ist. Oh mein Gott, bleibt doch mal nicht stehen hier. Stopp! Erfahr doch mal! Das sollte ich gerade machen. Arschloch. Der klaut mir meine Ideen. Hallo, fahr. Aber? Ja, doch, die neue Fanfare ist lauter. Okay. Cool. Oh, ich bin über der weißen Linie. Berlin, du bist so wunderbar. Wie sehen eigentlich unsere Zeiten aus? Wir haben noch 2 Stunden? Warum sind wir so langsam? Okay, da muss man ganz kurz ein bisschen Gas geben hier. Schnell, lass mich vorbei. Scheiß Umleitung. Ah, wir haben... Ja, war noch... Oh, MRN, schade. Ah! Links halten und dann links abbiegen. Ja, MRN kennen wir leider schon. Nicht leider, aber wäre halt schön, wenn es eine. Warum muss immer rot werden? Mann! Immer denn, wenn wir ankommen, wird gerade rot. Das ist doch unfair. Warum sind wir so spät dran? Ich meine, wir haben noch eine halbe Stunde Reserve, aber. Ich meine, sag mal so, gut ist anders, ne? Ah, wir müssen jetzt doch auf die Tube drücken. Nächstes Mal hier mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung halten hier, ne? Wir fahren jetzt hier mit 150 durch die Stadt. Freie Bar mit Marzipan. Wie, du wirst jetzt rot. Wie, du wirst rot. Werd nicht rot, ne? Oh, sie wird rot. Wieder genau, wie du wirst rot. Wie du wirst rot, bleib grün. Ich schlag dich. Sie wird wieder genau rot. Ich klatsch dich so hart weg. Alter, was ist denn hier los? Wer findet denn diese Ampelschaltungen? Ja, wir müssen fahren. Oh, mal ein bisschen den Motor hier wieder fordern, ne? Bitte links halten. Oh, schon wieder so eine enge Kurve. Ah. Wow. Musst du nach rechts abbiegen? Ausfahrt rechts. Du stehst mir voll im Weg, mein Freund. Kann ich da nicht vorbeiziehen? Ja, ne? Nee, ich warte mal lieber. Ah ja, komm. Mach eine. Fahr. So, links ist frei, hoffentlich. Ja. Holy moly.
So, jetzt immer geradeaus, sehr schön. Hä? Wieso ist denn unser Rad ausgefahren? Jetzt ist doch eingefahren. Achse konnte nicht angehoben werden. Ah, lol, weil wir das durch das Gewicht daran gebunden sind, da hat er automatisch das Ding ausgefahren. Das ist ja geil. Aber wir sind eine so schwere Fracht. Tja, eigentlich haben wir uns einen Dreiachser geholt, ne? Das hätten wir die Fracht gar nicht nehmen können, oder was? Cool. Nett zu know. Ah, guck mal, wie wir hier im Wind segeln, Alter. Okay. Bevor wir uns noch umfahren. Ja, siehst du, der Kunde erwartet schon die Lieferung. Das geht ja mal gar nicht hier. Freie Bahn. So, immer schön geradeaus hier. Ah, ja, natürlich muss er nach rechts ziehen. Arschloch. Nee, geht nicht. Naja, geht auch nicht. Melodiefreundlich sind die Hupen auf jeden Fall nicht. Oh, dann müssen wir nach rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber ist zweispurig, nee, ist nur einspurig. Scheiße. Dann die Ausfahrt rechts. Und so eine enge Kurve auch noch. Scheiße. Und sie wird sogar noch enger. Scheiße. Ah, aber wir sind schon fast am Ziel. Wir sind schon fast am Ziel. Noch 20 Kilometer. So, ab nach Magdeburg. Magdeburg, oh Magdeburg. Magde, was der Bootgebot. Oder irgendwie so, keine Ahnung. So. Neun Kilometer, 8 Kilometer, 7 Kilometer, 4, 6, 5, 4, 3, 2. Eins und so und let's go. Du bleibst da schön stehen, mein Freund. Du bleibst da schön stehen, mein Freund. So, da vorne müssen wir nach rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wehe, du wirst rot, Alter. Ich Biegen klatsch nach dich weg. rechts ab. Rechts ab. Es ist vorbei. Oh, wo willst du die Scheiße hin haben? Ach, da hinten. Ausgezeichnet. Jawohl, ja. Geübte Arbeiter. Na, wir werden noch ein paar Strecken fahren, bis wir Level 12 erreichen. So. Machen wir Pause. Es ist 13 Uhr. Also 14 Uhr fast. Tanken müssen wir nicht. Wir gucken mal, was es hier für Aufträge gibt und dann entscheiden wir mal. Frachtmarkt. From the Magdeburg. Da geht's nach links. Honig. Es gibt nichts Leckereres als Honig. Ist auch eine relativ kurze Strecke. Ich glaube, wir nehmen Honig. 20 Tonnen. Huiuiui.
Ich meine, lukrativer wäre natürlich das hier. Da haben wir eine längere Strecke und weniger Last. Das heißt, wir können schneller fahren. Aber wir fahren ja irgendwo 80. Komm, wir nehmen das hier. Ja, das klingt gut. So, okay. Zeit zu gehen. Wir müssen wieder raus. Hier ist alles frei. Ja. Oh! Ich hab nur die Handbremse aktiv. Habe ich gerade schon gewundert, mit warum sind wir so schwer, aber nee, das war die Handbremse. Ups. Einfach mal mit Handbremse beschleunigen. Ja, moin. Hey, Digga, wo müssen wir hin? Achso, da hinten. Gut. Da tuckern wir nochmal hin und dann machen wir nämlich. Was? Achso, ja, nee. Geradeaus. Natürlich rot. Deswegen hat sie steht, ne? Da gibt es Ampeln. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Das war mal ein Bunnwall, Alter. So, Frachtmarkt. Annehmen. Ja, muss reichen. So, wupp, wupp. Na komm. So. Perfekt. So, dann machen wir an der Stelle auch mal Feierabend für die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den Honig, wo noch immer, nach Hamburg bringen. Gut. Na dann. Bis dann.